Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 133 Des Schlafes Bruder. Mit seinen Hausaufgaben war Draco schon längst fertig. Nun blickt er auf ein leeres Blatt Pergament, auf welchem bereits ein Tropfen Tinte von seinem Federkiel getropft war und einen einzigen schwarzen Fleck hinterlassen hatte, der bereits getrocknet war. Seit über einer halben Stunde zermarterte er sich den Kopf darüber, wen er noch zur Hochzeit einladen könnte. Harry, Ginny und Hermine würden sicherlich bereits auf Susans Gästeliste zu finden sein. Das waren die einzigen, die ihm noch eingefallen waren. Erbärmlich, murmelte Draco in den leeren Raum hinein, bevor er die weiße Gänsefeder wieder in die Halterung neben dem Tintenfass ablegte. Wenn er schon keine Gästeliste zustande bringen könnte, müsste er wenigstens einen Paten für sein Kind organisieren, dachte er. Und er überlegte, ob er Severus nicht doch dazu überreden könnte, diese Verpflichtung einzugehen, als es unerwartet klopfte. Herein, sagte er etwas lauter. Mit dem Anblick seiner kreidebleichen Mutter, die von Severus am Oberarm gehalten wurde, hatte er nicht gerechnet. Oh Merlin, was ist geschehen? Wollte er besorgt wissen. Glücklicherweise nichts, erwiderte Severus. Bevor Draco alles andere um sich herum vergessen würde, weil er sich seiner Mutter widmete, forderte Severus. Kontaktiere Miss Bones. Es wäre angemessen, auf der Stelle Auroren nach Malfoy Manor zu schicken. Wieso? Was? Draco stockte und fragte mit weit aufgerissenen Augen. Onkel Rudolphus? Draco bekam es mit der Angst zu tun, denn wenn sein Onkel erfahren haben sollte, dass er für den Tod von Bellatrix Lestrange verantwortlich gewesen sei, hätte er nichts mehr zu lachen. Möglich, antwortete Severus gelassen. Wenn du nun bitte... Ja, sicher. Setzt euch erst einmal, bot Draco an, bevor er zum Kamin ging. 10 Minuten später war nicht nur Susan über die merkwürdigen Beobachtungen in Malfoy Manor informiert, sondern auch Kingsley, Tonks und 12 andere Auroren, die sie persönlich anwies, sofort das Haus zu durchsuchen. Die Warnung, es könnte sich um Rudolphus und Rubberstan Lestrange handeln, sorgte dafür, dass jeder einzelne von ihnen sich innerlich auf das Schlimmste vorbereitete. Noch vor der Apparition nach Malfoy Manor wandten sie Desillusionierungszauber an sich an, so dass sie sich nur untereinander sehen konnten, jedoch vor den Augen Dritter verborgen blieben. Zusätzlich benutzten sie einen Spruch, der ihre Schritte unhörbar machte. Unsichtbar wie sie waren, schlichen die 14 erfahrenen Auroren den bewaldeten Weg entlang, bis sie sich, am Herrenhaus angelangt, aufhielten. Kingsley entfernte wortlos den von Severus gelegten Schutzzauber mit einem Schwung seines Zauberstabes und betrat das Haus als erster. Tonks und 4 weitere Auroren folgten, darunter Proudfoot und Savage, 2 alte Hasen. Absolute Stille schlug ihnen entgegen. Hier und da brannte noch Licht, welches Severus und Narcissa ungeachtet gelassen hatten, bevor sie Hals über Kopf aus dem Haus geflohen waren. Vereinzelt knarrten Dielen, als die 6 Männer und Frauen die Treppe zum ersten Stock emporstiegen. Von draußen war nichts zu hören, doch Kingsley wusste, denn er selbst hatte es ihnen auferlegt, dass die anderen Auroren um das Haus herum Stellung bezogen hatten und das Innere des Hauses, so gut es möglich war, von außerhalb mit Zaubersprüchen untersuchten,
und mögliche Fluchtwege im Auge behielten. Ein fast nicht mehr wahrnehmbarer, blumiger Duft stieg Tonks in die Nase und sie erkannte es als jenes falsche Parfum, welches Narzissa nur gern zu tragen pflegte. Im ersten Stock angelangt, achtete jeder darauf, nicht einmal laut zu atmen. Spannung lag in der Luft, die mögliche Gefahr, auf zwei der gefährlichsten Todesser zu treffen, ließ jeden von ihnen an die schrecklichen Ereignisse in Kriegszeiten denken. Doch der Krieg war längst vorbei. Jetzt war es an der Zeit, mit den Verbrechern abzurechnen, die damals so viel Leid verursacht hatten und noch immer auf freiem Fuß waren. Nicht ein einziges Mal hatte Tonks etwas umgeworfen, obwohl gerade der enge Bereich am Treppenabsatz in den ersten Stock mit kleinen Beistelltischlein und allerhand Zerbrechlichen dekoriert war. In ernsten Situationen war ihr Hang zur Tollpatschigkeit wie weggezaubert. Kingsley wies Proudfoot und Savage an, gemeinsam die Zimmer im ersten Stock zu untersuchen, während er selbst und Tonks mit zwei jungen Auroren, die gerade erst ihre Ausbildung beendet hatten, bereits an der Treppe zum zweiten Stock standen. Tonks tippte Kingsley mit ihrem Zauberstab an und zeigte gleich darauf auf die Abdrücke von nackten Füßen, die im Staub auf den Stufen zu sehen waren. In die Knie gehend inspizierte Kingsley die Abdrücke mit einem skeptischen Blick, bevor er seinen Stab zu Hilfe nahm. In Gedanken sprach er einen Zauber, der den Fußabdruck leicht bläulich glinzern ließ, was niemand außer den Auroren sehen sollte. Ein weiterer Zauber sorgte dafür, dass ähnliche Fußabdrücke, auch wenn diese mit bloßem Auge nicht auszumachen waren, ebenfalls leuchten sollten. Kaum hatte er diesen wortlosen Zauber angewandt, funkelte der gesamte Fußboden im ersten Stock und die Stufen der Treppe fast komplett in blauer Farbe. Vorsichtig schaute Kingsley über das Geländer zur anderen Treppe hinunter und selbst dort, wenn auch nur vereinzelt, waren Fußspuren zu sehen. Ein Beweis dafür, dass jemand mit sehr kleinen Füßen zwischen den Stockwerken bereits unzählige Male hin und her gependelt war. Als Proudfoot und Savage von ihrem Rundgang im ersten Stock zurückgekommen waren, blickten sie zunächst mit großen Augen auf die Spuren am Boden, die Kingsley sichtbar gemacht hatte. Gleich darauf schüttelten beide den Kopf, denn in diesem Stockwerk hatten sie niemanden gefunden. Mit einem Nicken machte Kingsley seinen Leuten klar, dass sie nun in den zweiten Stock gehen würden. Wieder machte er selbst den Anfang und betrat die Stufen, um den leuchtenden Fußspuren zu folgen. Oben war es dunkel, denn die Sonne war längst untergegangen. Nur vom ersten Stock drang ein schwacher Schein empor, der den Treppenabsatz im zweiten Stock in ein unangenehmes Zwielicht hüllte und wie man an den Staubflusen am Boden und den Spinnennetzen an den Geländerpfosten sehen konnte, hatte die Dame des Hauses hier oben noch keine Hand angelegt. Laut des Grundrisses befanden sich im zweiten Stock wenige, aber dafür große Räume, die als Schlaf-, Kinder- und Gästezimmer mit ihren dazugehörigen Bädern genutzt wurden. Wo das Licht aus dem ersten Stock nichts mehr ausleuchten konnte, erhellte der blaue Schein der Abdrücke den Flur minimal. Die blaue Fährte wies den Weg zu jedem Raum, der den Eindringlingen als Unterschlupf dienen musste, denn besonders vor dieser einen Zimmertür glitzerte der Boden durch die vielen Fußspuren so hell, als bestünde er aus lumineszierendem Gestein. Erneut machte Tonks ihn stumm auf etwas aufmerksam, denn sie tippte ihn an und zeigte auf eine nicht sehr tiefe, leicht offenstehende und durch die Jahre hinweg verschmutzte Vitrine an der Wand, durch deren verdrecktes Glas man nicht einmal mehr den Inhalt erkennen konnte. Vorsichtig öffnete er das kleine Türchen ein wenig und sein Blick fiel auf etliche Zauberstäbe, die einst den nun verblichenen Mitgliedern der Familie Malfoy und Black gehört hatten. Jeder einzelne Stab lag auf kleinen, hervorstehenden Stiften, die offenbar aus Elfenbein geschnitzt waren, und unter ihnen waren kleine Schilder aus Gold angebracht, in denen man liebevoll die Namen der Ahnen hat eingravieren lassen.
Ein Stab fehlte. Möglicherweise, so dachte Kingsley, hatte einer der Eindringlinge, wenn es sich um mehrere handeln sollte, seinen Stab verloren, sodass er ihn auf diese Weise ersetzt wissen wollte. Tracy Davis, muggelstämmig und ehemalig Slytherin, folgte Kingsley, während Kevin Entwistle, ehemaliger Ravenclaw, ebenfalls muggelstämmig, an Tongs Seite blieb. Die beiden jungen Auroren waren von ihr ausgebildet worden und durften heute ihren ersten Einsatz erleben. Beide waren äußerlich völlig gelassen, denn sie fühlten sich mit Kingsley und den anderen erfahrenen Auroren im Haus sicher. Auch wenn man ihnen während der Ausbildung stets eingetrichtert hatte, sich während eines Einsatzes niemals sicher fühlen zu dürfen. Kingsley und Tracy näherten sich der Tür und flüsterten fast unhörbar und zeitgleich einen Spruch, der feindliche Schutzzauber aufspüren sollte, und tatsächlich fanden sich zwei magische Barrieren, die beide von Tracy mit Leichtigkeit aufgehoben werden konnten. Die Einfachheit der Schutzzauber ließ Kingsley daran zweifeln, dass es sich um Todesser handeln würde, denn die hätten zu ganz anderen Mitteln gegriffen, um den Raum abzusichern. Auf Kingsleys stille Anweisung hin sollte Tracy nun die Tür öffnen, doch in dem Moment, als sie ihren Stab auf die Türklinke richtete, bewegte sich diese wie von Geisterhand. Mit zwei Handbewegungen wies Kingsley seine Leute an, sich an die Wand zu pressen und die Ruhe zu bewahren. Zum Angriff wollte er noch nicht übergehen, denn voreiliges Handeln könnte dem Feind einen Vorteil gewähren, was er vermeiden wollte. Er wollte niemanden aufschrecken und Zeit zur Flucht lassen. Die Klinke war nun komplett hinuntergedrückt und die Tür öffnete sich langsam. Quietschte dabei nicht ein einziges Mal. Ein kleiner Kopf mit schwarzem, lockigem Haar lugte hervor. Große, dunkle Augen schauten aufmerksam in den Flur hinein. Tongs, die nicht wie Kingsley und Tracy direkt neben der Tür stand, konnte erkennen, um was es sich handelte. Doch wenige Sekunden später konnte Kingsley sich selbst ein Bild davon machen. Ein kleines Kind, welches bei dem spärlichen Licht der magisch sichtbar gemachten Fußspuren nicht gut zu erkennen war, trat vorsichtig auf den Flur hinaus und schloss die Tür gewissenhaft hinter sich. Musste derweil auf den Zehenspitzen stehen, weil die Klinke viel zu hoch angebracht war. Das Kind, offenbar ein Mädchen, machte mit seinen nackten Füßen lautlos ein paar kleine Schritte bis zum Treppengeländer und stand einen Moment, ohne es zu ahnen, sehr dicht bei der unsichtbaren Tongs. Das Mädchen ergriff zwei der hölzernen Pfosten, um zwischen ihnen hinunter in den ersten Stock zu spähen. Mit einer für so kleine Kinder sehr ungewöhnlichen Vorsicht verweilte es einen Augenblick an Ort und Stelle, bevor es zögerlich am Geländer entlang zur ersten Stufe ging. Das Kind überstürzte nichts und hielt sich konzentriert fest, während es immer nur eine Stufe nahm, auf der es erst noch den anderen Fuß abstellen musste, bevor es eine weitere Stufe nehmen konnte. Kingsley blickte zu Tongs hinüber, die völlig entgeistert dem Kind nachschaute, welches sie noch immer zwischen den Geländerpfosten hindurch sehen konnte. Als Tongs Augen auf sich spürte, schaute sie zu Kingsley hinüber, der einen Zeigefinger vor seinen Mund hielt und gleich darauf mit den Augen und einem Kopfnicken zum Mädchen deutete. Tongs sollte folgen. Noch immer waren ihre Schuhsohlen durch einen Zauber geschützt, sodass ihre Schritte keinen einzigen Ton erzeugen würden, und so folgte sie gemächlich dem kleinen Mädchen, welches immer wieder auf seinem Weg innehielt und durch die Pfosten hindurch nach unten schaute, um sich zu vergewissern, dass auch niemand im ersten Stock zu sehen war. Mit Kevin, Tracy, Proudfoot und Savage blieb Kingsley an der wieder verschlossenen Tür zurück, und diesmal öffnete er sie, um das dahinterliegende Zimmer zu betreten. Tongs war dem Mädchen, welches ein viel zu großes Seitenhemd trug, das wie ein Kleidchen wirkte, bereits in den ersten Stock gefolgt
und sie beobachtete, wie die Kleine ein Ohr an eine der vielen Türen presste, in dem sie ganz offensichtlich jemanden vermutete. Als das Kind nichts vernehmen konnte, schielte es wieder zur Treppe hinüber und haderte mit sich selbst. Das Erdgeschoss schien ihr Angst zu bereiten, doch irgendwas trieb sie mutig zu den Stufen, um auch diese zu überwinden. Tonks folgte lautlos. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.